hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ein weiteres Spiel aus der Serie Spiele für Groß und Klein von McDonald's gibt's im Happy Meal. Ihr kriegt's aber auch ohne Happy Meal. Ihr kriegt's einzeln für 3 Euro. Das hier ist ein großer Umschlag, genauso groß wie der Umschlag mit dem Zebra drauf. Ne? Das haben wir uns schon angeschaut. Und ich bin sehr gespannt, welches Spiel wir hier drin haben. Hier haben wir den Löwen aus Madagaskar drauf. Rückseite, ja, nur nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ich habe schon mal geöffnet und reingeschaut, aber hier weiß ich schon gar nicht mehr, was wir drin haben. Darum lasst uns das hier ganz schnell machen. Und wie schon gesagt, ich zeige es euch nur ganz grob. Ich werde es jetzt hier nicht spielen. Aha, wir haben hier den Abenteuerweg drin. Ja, also ich klappe das mal komplett auf. Dann seht ihr hier, du liebe Zeit. Moment. Moment, da haben wir ja ganz viele Geschichten mit drin. Okay, also da muss ich die Perspektive ändern, aber lasst uns zuerst mal alles anschauen, was wir hier haben. Wir haben hier auf jeden Fall mal die Beschreibung. Das Ganze, den Umschlag können wir aufklappen. Das hier ist dann unser Spielefeld, ne, der Abenteuerweg hier in Schlangenform zu sehen. Dann haben wir einen Würfel dabei, den wir wieder zusammenfalzen können. Wir haben Aufstellfiguren. Und Karten, die man auseinander machen kann, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ja, und so sieht es dann alles aus. Sprich, das Spielfeld, Karten, Spielfiguren und den Würfel. Auf der Rückseite haben wir auch die Spielregeln drauf. Ziel des Spiels. Der Spieler, der als erstes beim Pokal ist, gewinnt. So, Spielregeln. Jeder Spieler wählt eine Figur und setzt sie auf die Sterne. Der jüngste Spieler würfelt zuerst und drückt seine Figur um die gewünschte Zahl auf dem Weg vor. Wenn du auf Höhe landest, zieh eine Aktionskarte oben vom Stapel, wähle eine der gezeigten Figuren und spiele sie nach, damit die anderen Spieler raten können. Ah, okay, Tipp. Hier sind ein paar Ideen dazu. Persönlichkeit der Figur, ihre liebsten Bewegungen, eine Szene aus dem Film. Die anderen Spieler müssen die Figur oder den Film erraten, aus dem die Figur ist. Wenn ein Spieler richtig rät, rückst du 2 Felder vor. Wenn niemand die richtige Figur bzw. den richtigen Film errät, rückst du ein Feld zurück, schiebe die Aktionskarte unter den Stapel. Das Spiel wird dann im Uhrzeigersinn fortgesetzt. Das Spiel endet, wenn der erste Spieler das Pokalfeld erreicht. Wer kann sich als erster über die Ziellinie schauspielern? Okay, also darum geht's. Wir haben dabei die Spielfiguren, hier die Figur aus Trolls, beidseitig bedruckt mit diesem kleinen Ständer. Das lasse ich aber zusammen, ihr könnt es ja dann zusammenstecken. Ihr braucht hier keinen Kleber und keine Schere und gar nichts, finde ich gut. Ne? Dann haben wir hier Kung Fu Panda, auch von 2 Seiten bedruckt. Hier haben wir wieder ohne Zahn Toothless, auch den kennen wir schon von einem anderen Spiel. Ja, und wir haben hier auch nochmal Shrek mit dabei. Auch beidseitig bedruckt. Also 4 Spielfiguren. Dann haben wir hier wieder einen Würfel. Einfach falzen und zusammenstecken. Braucht er also nichts kleben. Ja, wunderbar. Vor allem schöner großer Würfel. So, dann haben wir hier Karten, die man auseinander machen kann. Ist schon perforiert das Ganze. Also einfach nur umknicken. Dann habt ihr einzelne kleine Kärtchen. Ja, auf der Rückseite seht ihr das DreamWorks-Logo mit den Wolken und wir haben hier folgende Motive. Einmal Shrek, das Boss-Baby, dann Hicks und Trolls und die anderen DreamWorks-Charaktere, die der eine oder andere von euch natürlich alle kennt. Hier ist auch wieder Hicks mit dabei. Auf dem nächsten Kartenblock geht's weiter. So. Die Oma auch am Start, ohne Zahn, guckt ihr auch mit ins Bild, sehr schön. Hier unten geht's weiter, Nachtlicht sagt uns auch Hallo. Okay, alles klar. Ja, Rückseite DreamWorks. Also, das hier sind die Spielekarten, die wir dazu haben. Und jetzt wechsle ich mal ganz schnell die Kameraperspektive, damit ihr das seht. Ich muss es mal ein bisschen besser auseinanderfalzen, damit ich das auch richtig hinlegen kann. So, also das ist ein richtig, richtig großes Spielefeld, das kann ich euch sagen, denn das sieht so aus, ne? Ich krieg's hier gar nicht ganz aufs Bild, aber da ist schon einiges drauf. Wir haben hier einmal den Stern, hier geht's los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, schlängelt sich hier über das ganze Spielefeld und hier unten haben wir dann den Sternepokal. Und wie ihr seht, im Hintergrund sehen wir Landschaften aus allen möglichen DreamWorks-Filmen. Ja, ich kann euch jetzt nicht wirklich sagen,
welcher Hintergrund von welchem Film ist. Ja, das hier könnte zum Beispiel von den Croods sein, keine Ahnung. Der Berg vielleicht von Kung Fu Panda, auch da bin ich mir nicht sicher. Hier unten vielleicht das Schloss aus Shrek. Ja, dann hier haben wir auf jeden Fall den Berg, das Meer und vor allem auch so ein Wächter, ein Leuchter vor der Insel Berg. Und hier haben wir auch Berg selbst. Ihr seht die Häuser. Ja, also auch das ist hier mit drauf. Hier oben Chef Baby, weiß ich gar nicht. Dann hier rechts Kung Fu Panda. Und das hier unten ist wahrscheinlich Spirit, oder? Ja, also das hier auf jeden Fall Berg aus Drachenzähmen leicht gemacht, ne? Schön. So sieht's aus. Okay, ja, und das ist das Spielfeld. Ihr seht es an meinen Händen, das Ding ist saumäßig groß und bietet auch genügend Platz für die Figuren. Und hier werden dann entsprechend die Karten gezogen, wenn er auf die Felder kommt, ne? Diese Kärtchen. So, ich lege es einfach mal dazu. Dann seht ihr mal die Größe. Das hier wäre der Würfel, den es dazu gibt. Und das hier sind die Spielfiguren, die ihr euch zusammenstecken könnt. Ja, und das wäre dann der Abenteuerweg, ne? Also, da kriegt ihr schon ordentlich was. Und das habe ich in der Hülle mit dem Löwen von Madagaskar gefunden. Ja, so, ich mache es wieder zusammen, nur damit ihr es einfach mal gesehen habt, wie das Ganze aussieht. Zusammenbasteln, wie schon gesagt, das überlasse ich euch. Und das Schöne ist, ihr könnt es dann zum Schluss ganz einfach wieder zusammenpacken. Ja, das ist doch allerbestens. Übrigens kommt hier die Rückseite. Auch hier seht ihr den wunderbaren Himmel von DreamWorks. Okay, so, das lege ich einfach hier rein. Klappe das um. Nochmal. Das hier und das hier und zack, habt ihr es wieder zusammengefaltet und euch kann nichts verloren gehen. Ja, das ist der Abenteuerweg, der sich hier hinter dem Löwen verbirgt. Beim Zebra ist was anderes drin. Damit würde ich sagen, komme ich hier zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ihr wisst Bescheid, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Denn zwei Spiele habe ich noch, auch die schauen wir uns an. Bis dahin, ciao, tschüss, winke, winke, euer Ruppi. Yay!